Hi und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. XTU hat mir wieder eine neue Videotürklingel zugeschickt. Diesmal akkubetrieben. Ist sie wirklich gut? Was kann sie? Keine Ahnung. Schauen wir uns in diesem Video an. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, das ist einmal die Verpackung von der XTU J7 Plus Battery Power Doorbell Camera, also eine batteriebetriebene Türklingel mit Kamera. 100% kabelfrei, keine Kabel, keine Leitungen, kein Ärger. Das ist das Motto dieser Kamera. Hier sehen wir halt die Kamera abgebildet, die hat hier so einen Objektivschutz, sodass vielleicht gegen Sonneneinstrahlung geschützt wird. Warum, kann ich euch noch nicht sagen. 1080p Full HD. Eine klare Nachtsicht und eine Bewegungserkennung. Realtime Alert, also dass ihr eine schnelle Benachrichtigung auf euer Smartphone bekommt. Eine Wireless Klingel ist auch enthalten, also so ein Klingelkasten. Und ein Zwei-Wege Audio und eine wiederaufladbare Batterie bzw. ein Akku ist enthalten. Und es soll eine Cloud-Funktion und ein lokaler Speicher möglich sein. Wahrscheinlich mittels Micro-SD-Karte, wie das oft so ist. Wir sehen jetzt hier nochmal die kurze Bezeichnung davon, das ist die J7 Plus Wi-Fi Video Doorbell. Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn du darüber bestellst, bekomme ich eine kleine Provision dafür. Jetzt lesen wir nochmal kurz, was hier auf der Rückseite steht und dann haben wir auch schon einmal alles auf der Verpackung vorgelesen. Das ist einmal 100% kabelfrei, keine Kabel, keine Leitungen, kein Ärger. 1080p Full HD Videoqualität, Livestreaming und dass das Gesehene auch aufgenommen werden kann. Da ist eine 5000 mAh Lithium-Batterie eingebaut, beziehungsweise Akku, sie nennen das halt Batterie. Ich weiß nicht, wie lange sie hält, das kann ich euch nicht sagen. Dann eine Bewegungserkennung und die Kamera soll 166 Grad Weitwinkel darstellen können. Okay. Zwei-Wege Audio, zum Beispiel vom Smartphone, vielleicht auch vom Tablet, das kann ich euch nicht sagen. Ich werde das auf jeden Fall gleich einmal mit meinem Smartphone, mit meinem P30 Pro ausprobieren, ob das funktioniert. Und ein lokaler Speicher mittels Micro-SD-Karte bis zu 128 GB soll möglich sein. Und die App ist natürlich gratis und wird für iOS und Android unterstützt. Hier haben wir noch die E-Mail-Adresse und dann haben wir hier noch so eine kleine Information. Das ist die batteriebetriebene Version. Das ist die Bell J7 Plus Batterie, 3,7 Volt, 18,5 Wattstunden, wieder aufladbar, Input 5 Volt, 1 Ampere, wird wahrscheinlich mittels USB wieder aufgeladen. Ja, packen wir das Ding mal aus, ist nagelneu, ich habe da noch gar nicht reingespinkt, das heißt, ist wie immer, gucken wir uns das zusammen an, haben wir jetzt schon öfter gemacht. Ich habe auch schon andere Türklingeln gezeigt, von LSC Smart Connect und von Marmitec, das ist jetzt ja eine weitere Türklingel. Dann ziehen wir einfach hier die Verpackung nach oben und dann haben wir hier einfach einen weißen Karton. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und hier kommt uns schon eine Betriebsanleitung. Die schauen wir uns einmal an. Boah, das ist aber ein riesen Klopper an Klingel. Wir schauen jetzt erstmal nach, was wir hier überhaupt für Sprachen haben. Einmal Englisch, einmal Deutsch. Finde ich gut. Also einen großen englischen Teil und einen deutschen Teil. Und das war's, also einmal Englisch, einmal Deutsch. Mehr ist dort nicht enthalten. Und da schauen wir jetzt einfach mal grob drüber, um zu schauen, wie die Übersetzung von diesen Dingen ist. Und eine warme Unterstützung, okay. Was ist denn eine warme Unterstützung? Warme Unterstützung, das ist bestimmte Begrüßung. Dann, was in der Box enthalten ist. Wie wir das Ganze einrichten. Fotoresistor, was ist denn eins? Fotoresistor, okay, das nennen sie die Kameralinse. Ja gut, ist halt nicht so top übersetzt, aber vielleicht überzeugt sie ja mit der Funktion. Die App bekommen wir hier drüber. Die App heißt Cloud Edge Hunter, laden Sie die Cloud Edge herunter, gut, groß geschrieben. Ist nun mal so, könnte von mir sein, wenn ihr auf meine Website guckt. Link ist dazu übrigens in der Videobeschreibung. Ja, ich tippe einfach immer zu schnell und übersehe manchmal solche Fehler. Was haben wir hier an der Seite? Da haben wir eine Öffnung. Okay, kann man sie denn auch klauen? Oder kann man sie befestigen? Das weiß ich noch nicht. Schauen wir uns das gleich mal an. Hier liegt auf jeden Fall das gute Teil. Und ich finde, sie ist schon ziemlich groß. Jetzt schauen wir erstmal nach, wie groß sie denn genau ist. Maße habe ich dazu jetzt noch nicht irgendwie gefunden. Deswegen machen wir das jetzt mal hier so analog. Ich gebe mir besonders viel Mühe,
ungefähr 14 cm hoch, inklusive Gehäuse, also ungefähr, dürft euch da natürlich nicht 100% drauf verlassen. Diese Abdeckung hier ist ungefähr ja, 3,8 und die Klingel selber, wenn sie weiter unten, dann ist sie so 3,2. Ja, gut, wenn ich das jetzt hier rausnehme, kriege ich das hier raus. Ich weiß es noch nicht. Einfach nach oben buxieren. Dann ist das möglich, dass man die rausnimmt. Dann ist natürlich überall Folie. Da steht natürlich vor der Benutzung entfernen. An sich sieht das Teil ja nicht schlecht aus. Hier haben wir eine Gummikappe. Da haben wir hier einen Reset-Knopf. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Speicherkarte einzusetzen. Und was ist das hier für ein Schalter? Hier können wir sie ein- und ausschalten. Aha, da passiert auch schon direkt was. Hier haben wir eine Öffnung für Mikrofon oder Lautsprecher. Das kann ich euch noch nicht sagen. Und hier auf der anderen Seite, na, komm mal her, ich hasse diese Gummilaschen. Da haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Also kein Type-C, sondern so einen uralten. Naja, gut, ist halt so. Kann man nicht ändern, man kann nicht immer alles haben. Hier unten haben wir halt noch die Möglichkeit, eine Schraube einzudrehen. Ja, hier hinten Seriennummer, Typbezeichnung. Das war's. Hier oben haben wir keine Ahnung, was das ist. Das soll wahrscheinlich hier für die Halterung sein. Genau, da wird sie nämlich eingelassen. Und dann können wir das hier wieder so da reinsetzen. An sich hält das auch ziemlich gut. Aber man kann sie trotzdem klauen. Also, vielleicht gibt es da noch einen Trick bei der ganzen Sache. Holen wir uns erstmal den ganzen anderen Kram raus. Wir haben auf jeden Fall drei große Batterien. Wird wahrscheinlich für den Gong hier sein, für die Klingel selber. Holen wir das Ganze mal raus. Da haben wir auf jeden Fall die Klingel. Kommt mir bekannt vor, sie sieht aus wie von Marmitek, die Bellmi. Dieser Gong, der hat nämlich keinen, oder? Doch, der hatte einen USB-Anschluss, auch diesen Micro-USB-Anschluss und oben drei Tasten, meine ich. Und wenn ich jetzt hier drauf gucke, es sieht schon sehr ähnlich aus. Wird wahrscheinlich auch so funktionieren. Wir legen das Ding einfach mal an die Seite in weiß, die Klingel ist in schwarz. Und dann haben wir hier den Hinweis, dass wir das nicht für die Kinder liegen lassen sollen. Ist klar, das ist ja jetzt auch nicht so für Kinder. Aber gut, manchmal sind die halt schneller, als man reagieren kann. Deswegen immer aufpassen. Holen wir den ganzen Plunder mal hier raus, wenn ich dann mal irgendwann diese Tüte hier öffnen kann. Dann schauen wir uns das mal hier an. Was haben wir hier? Okay, das sind Dübel, drei Dübel. Die Dinger hat aber nur zwei Löcher. So an der Wand hängen kann man das Ding jetzt hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, wofür drei Dübel. Dann haben wir hier zwei doppelseitige Klebepads. Das sind auch für die Montage von irgendetwas. Und dann haben wir hier eine Torx-Schraube. Ah, okay. Das heißt, wir könnten dieses Teil jetzt hier an die Wand montieren und die Klingel. Ja, hier mit so einer Schraube versehen, damit man sie nicht klauen kann. Ich sag mal, Torx ist etwas seltener, dass einer das dabei hat als ein Kreuzschlitz. Und dann haben wir hier noch ein ja, Micro-USB-Ladestecker, aber kein Typ-C. Also diese uralten halt. Ne? Kein Netzteil dabei. Schade. Ist leider mittlerweile sehr oft der Fall. Wer ein gutes Handy-Ladegerät sucht für sein iPhone oder für sein Android-Smartphone, ich habe da schon einige gezeigt, ist leider mittlerweile modern, dass man sowas mal einfach nicht anbietet. Sehr, sehr schade. Wir werden jetzt hier einfach mal die Folie entfernen. Die pappe ich mir jetzt irgendwo hier hin. Und dann schauen wir uns die mal an. Hier haben wir einen großen Knopf. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich so ein Infrarotbalken sein. Hier haben wir eine kleine Öffnung für ein Mikrofon. Ich halte euch die mal ein bisschen näher, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und oben ist natürlich hier die Linse. Sieht an sich schick aus. So, jetzt werden wir erstmal hingehen und der Gerät starten. Also nochmal hier drauf gehen, beziehungsweise dieses Ding hier aufpulen. Ist auf jeden Fall gut, dass hier so Gummikappen sind. Das hält dann so etwas länger. Schieben das jetzt runter und schauen mal, was passiert. Ui, da ist schon Lärm. Ich schaue mal eben nach der App. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wir können natürlich auch QR-Code einscannen, aber ich bin da halt von so QR-Code-Scanner nicht so der Fan von. Deswegen
deswegen machen wir das analog. Die App heißt Cloud Edge. Muss ich mich jetzt mal hier hinpflanzen und dann suchen wir mal nach Cloud Edge. So, Cloud Edge. Das sieht aus wie so ein Planet mit Baum. Okay. Gehen wir mal da drauf. Diese App, Cloud Edge, habe ich jetzt erstmal einen Screenshot davon gemacht für euch, dass ihr seht, wie das Ganze aussieht. Die laden wir jetzt runter und werden das dann gemeinsam einrichten. Ich werde jetzt erstmal hier meine Bildschirmaufnahme starten. Und das hat er jetzt gemacht. Und jetzt werden wir die erstmal installieren, diese App. Ein Schluck Kaffee würde jetzt auch nicht schaden. Den gönne ich mir jetzt mal. Dann checken wir mal ab, wie das Ding hier funktioniert. 96% wird installiert. Müssen wir uns wahrscheinlich erstmal wie immer ein Account anlegen und uns dann dort einloggen. Das ist ja bis jetzt immer so gewesen. Und da hat er wieder recht. Da müssen wir halt unser Land auswählen, das ist Deutschland. Und wir können das jetzt hier unten einfach über Facebook machen. Oder was soll das daneben sein? WeChat? Ich weiß es nicht. Noch kein Account. Da unten rechts, da müssen wir drauf gehen, jetzt registrieren. Und da müssen wir jetzt hier unsere E-Mail-Adresse angeben. In eurem Fall gibt ihr natürlich eure ein, ich gebe meine ein. Wir müssen den Punkt setzen und gehen dann auf Weiter. Ja, jetzt haben wir ein Konto erstellt, also die E-Mail-Adresse erstellt. Jetzt müssen wir uns noch einen Benutzernamen geben. Okay, sehr interessant. Das hatte ich bis jetzt noch nie, dass man auf einer E-Mail-Adresse einen Benutzernamen haben musste. Vielleicht kann man mehrere Benutzernamen vergeben. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich nenne mich jetzt einfach, wie ich heiße. Und zwar Björn und werde jetzt hier mein eigenes Passwort eingeben. Es muss aus 8 bis 16 Ziffern bestehen, einschließlich Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und mindestens ein Zeichen. Okay. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach auf Erledigt und zum Schutz der Benutzerinformation ist die Anmeldung bei mehreren Geräten mit einem Konto nicht zulässig. Okay. Also ich kann mich jetzt nicht mit mehreren Geräten an ein Konto anmelden. Was das ist, da werden wir gleich mal ausprobieren. Ich mache das gleich mal auf mein iPhone. Dann schauen wir mal, was da passiert. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mehrere Räume hier zu erstellen. Das ist ja nicht das, was ich möchte. Wir haben jetzt in der Mitte so einen großen Button, da steht Gerät hinzufügen. Und sie haben noch einige andere Geräte, aber wir wollen ja jetzt hier die Türklingel, smarte Video-Türklingel, die tippen wir einmal an. Folgen Sie der Bedienungsanleitung, bla bla. Okay, tippen Sie auf der Klingel. Gehen Sie auf Weiter. Okay, jetzt muss ich dem erlauben, dass der natürlich gucken kann. Und jetzt soll das hier rot. Setzen Sie das Gerät mittels mitgelieferten Reset-Pin zurück. Wo ist denn hier ein Reset-Pin? Ein Reset-Pin ist da jetzt nicht bei. Okay, das heißt irgendwie, dass man da irgendwas nehmen soll und das zurücksetzen soll. Aber man braucht da jetzt auch keinen PIN für. Man kommt so an den Reset-Knopf. Also da ist so ein bisschen was nicht richtig. Vielleicht ist das das falsche Gerät. Ich weiß es nicht. Oben gebt ihr wie immer euren WLAN-Namen ein, wenn der da jetzt nicht steht. Und in der unteren Zeile euer Passwort, was ihr vielleicht auch selbst vergeben habt. Groß und klein geschrieben, Sonderzeichen, all drum und dran, so wie ihr das halt kennt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr anschließend auf Weiter. Und dann müsst ihr das Ganze nochmal hier bestätigen. Und jetzt wird hier so ein QR-Code erzeugt. Den müssen wir hier vor die Kamera halten und möglichst ohne Reflexion. Und ja, da kommt da so ein lustiger Ton. Das ist irgendwie so ein U. Und jetzt wird hier gesucht nach einem Gerät. Es ist da, also sehr kurios, mit den ganzen LSC-Geräten hat das nie so schnell geklappt wie mit dem. Und das Ganze hat jetzt hier, ja, so ein Roboter. Da steht jetzt mein Gerät. Gehen wir weiter. Jetzt gehen Sie mit Ihrem Telefon an den Installationsort der Kamera und drücken Sie weiter, um die Netzwerkdiagnose zu starten. Achso, da will er jetzt einen Verbindungstest machen. Ist jetzt hier natürlich nicht möglich. Ich habe auch ein Mesh-WLAN, also ich habe überall Empfang. Das ist aber sehr nützlich, wenn ihr das installieren wollt. Aber das brauche ich jetzt nicht machen. Er versucht jetzt hier einmal zu schauen, wie das Signal ist. Finde ich schon recht okay. Man sieht jetzt auch, ist eigentlich ziemlich zügig, also so eine Sekunde Verzögerung ungefähr. Ihr seht es ja selbst, ist dort vorhanden. Ist schon ganz okay.
Also da gibt es Streams, die sind schlimmer. Tipps zur Installation. Wenn Sie den Blickwinkel ändern wollen, verwenden Sie bitte eine Winkelhalterung. Ja, die ist leider nicht dabei, das stimmt. Ist mir jetzt auch mal so aufgefallen. Da gibt es sie noch im Zubehör. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Objektiv, ja, sonst seht ihr nichts. Und es kann sogar auch die Linse kaputt gehen, also beziehungsweise der Kamerasensor. Das ist auch bei allen Kameras so, also nicht nur, weil es jetzt hier ein China-Gerät ist. Vermeiden Sie es, das Kameraobjektiv in der Nähe von Fenstern oder Wänden zu stellen. Ja, das hat folgenden Grund. Wahrscheinlich wegen der Infrarotstrahlung, da das reflektiert. Kann man machen, wenn man Infrarot auslässt. Ich weiß nicht, wie die Nachtsicht ist ohne Infrarot. Jetzt können wir dem Gerät einen Namen geben. Und zwar gehen wir hier oben auf dieses komische Symbol. Eigentlich, genau. Und dann können wir ja sagen, Klingel. Probieren wir mal aus. Klingel. Okay, groß geschrieben. Wählen Sie eine Familie aus und dann kann ich jetzt hier mein Zuhause auswählen. Wohnzimmer ist eigentlich jetzt gar nicht so wichtig, weil wir sind jetzt erstmal scharf auf dieser Funktion. Wir sehen jetzt hier so eine Kurzanleitung und so ein Kram. Okay, wir können jetzt schauen, wo das Gerät ist. Das befindet sich im Wohnzimmer. Da hat man ja oben so die Möglichkeit, verschiedene Räume auszuwählen. Da kann man auch die Übersicht ein bisschen verändern. Da kann man jetzt mehrere Cams, wenn man jetzt welche hat, live sehen. Ganz okay soweit. Jetzt möchte ich aber wissen, was kann die App denn noch so? Also nicht das Gerät. Ja, wir können ja noch eine Listenübersicht machen, eine Geräteverwaltung, können wir wahrscheinlich irgendwas rausschmeißen. Und Zimmermanagement, da können wir unsere eigenen Räume hinzufügen. Okay, oben links haben wir hier nur mein Zuhause. Hier kann ich noch ein Familienmanagement machen. Da könnte ich jetzt noch, meine Familie ist erstellt. Da gehe ich da drauf. Heimatname, okay. Meine E-Mail-Adresse steht dann da. Familienstandort. Okay, da kann man so ein bisschen Infos hinzufügen. Aber Mitteilungen, was haben wir hier für Möglichkeiten? Man kann Geräte teilen, kann auch ein Zuhause teilen. Das heißt, wenn man jetzt so ein anderes Account hat, dann kann man das dann damit verwenden. Systemanmeldung, Rückmeldung, da kann man Kontakt zum Kundenservice aufnehmen. Okay. Und ja, das war's. Die Geräte, die man hier noch bekommt, das ist einmal eine kabellose Kamera. Das ist ganz cool. Dann haben wir ja die Türklingel. Dann haben wir noch eine Smart Home Kamera, eine Babykamera, ein Flutlicht mit Kamera, eine 4G Kamera, auch mit Akku. Ja, dann haben wir hier noch Türklingel Kids und NVR Kids. Jetzt wollen wir uns erstmal damit befassen, was passiert, wenn ich jetzt hier diese Klingel benutze. Ich werde jetzt erstmal mein Smartphone hier das Display ausmachen und drücken. Jo, da passiert erstmal gar nichts. Das ist meistens auch das Problem. Jetzt haben wir hier eine Benachrichtigung auf jeden Fall bekommen. Na, entschwer dich. Eine Benachrichtigung haben wir ja erhalten. Ist ja nicht so, dass wir da nichts bekommen haben. Aber jetzt fragt er nach der Berechtigung und das erklärt es dann auch. So, jetzt können wir das Ganze wegdrücken. Jetzt schließen wir das. Und jetzt drücken wir nochmal. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Zack. Und wir sehen hier auch schon so ein kleines Vorschaubild. Gut, würde ich jetzt hier vorstehen, würde er mir das zeigen. Und jetzt sehen wir das Ganze hier schon so. Könnte ich das annehmen? Hallo? Okay, das lässt sich leider nicht anders realisieren. Jetzt werde ich mal hingehen. Schalte hier mein WLAN aus. Kann ich das? Nein, kann ich nicht, weil ich habe hier überhaupt keinen Internetvertrag. Ich habe einfach nur eine Prepaid-Karte drin. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt einfach mal mit dem iPhone noch aus. Wir laden jetzt die App Cloud Edge runter. Ich werde das Ganze einrichten und dann probieren wir das mal hier aus. Ja, also die App habe ich jetzt hier drauf gemacht. Ich muss die mal eben suchen. Das ist die Cloud Edge App. Und zwar konnte ich mich ganz normal auch mit den Zugangsdaten von hier einfach dort anmelden. Hat wunderbar geklappt. Was kann ich dazu sagen? Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt auf allen Smartphones reagiert. Ich werde jetzt gleich die Klingel mal drücken. Schauen wir mal. So, Befehl wurde geschickt. Das Ganze lag jetzt auch im ganzen Moment. Ist natürlich nicht so wunderbar, wenn da überhaupt nichts kommt.
Hier kann ich mir das erklären, dass das vielleicht im Standby war mit dem WLAN-Signal. Das habe ich so eingestellt, Energiesparoption. Hier weiß ich nicht, warum nichts kommt. Drücken wir da nochmal drauf. Passiert auch nichts. Wir öffnen jetzt einfach mal die App und vielleicht muss man da auch irgendwelche Berechtigungen erlauben. Wir sehen hier auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Da ist eine kleine 1. Jetzt sagt er mir, dass dort einer steht. Bisschen spät. Erlauben. So, jetzt gehen wir hier auch wieder in den Standby-Modus. Und jo, da passiert leider gar nichts. Ich gehe mal hier rein und werde jetzt einfach mal nachschauen bei meinen Energiespareinstellungen, was ich da so machen kann. Wir werden dann gleich einfach nochmal das Ganze ausprobieren. Wenn ich das dann da irgendwo mal gefunden habe, Energie, gehen wir mal hier, Energie, vielleicht hier zum Thema Akku, dann können wir hier Stromsparen ausschalten. Und dann haben wir ja jetzt hier noch die Möglichkeit, weitere Akkueinstellungen. Und dann können wir hier im Ruhezustand verbunden bleiben, ist eigentlich an. Verstehe ich jetzt nicht, warum da nichts kam. Kommt generell gar nichts bei mir an. Sehr schade. Wir schauen jetzt mal hier, was wir hier für Berechtigung haben. Ja, es ist schön, dass er das erkennt, wenn das Ganze abgeschaltet ist. Gehen wir hier einfach auf Einstellungen und dann haben wir hier irgendwo die App. Und zwar, wo ist sie? Cloud Edge. Gehen wir mal rein. Und dann haben wir hier Mitteilungen und ist alles aktiv. Cloud Edge. Lokales Netzwerk, Siri, alles da. Hintergrundaktualisierung ist auch aktiv. Und Vorschau, wenn entsperrt. Aha, immer. Das heißt, wir müssen hier die Berechtigung setzen, dass es immer geht. Und dann sollte es hoffentlich hier auf jeden Fall schon mal funktionieren. So, wo bleibt es? Leider passiert da noch nichts. Sehr schade. Jetzt gehen wir noch mal in die App rein und schauen mal nach. Ja, der findet das hier, was wir hier in der App einstellen können. Aha, okay, alles klar. Anruf Klingelton, okay. Den müssen wir vielleicht aktivieren. Schließen wir das Ganze, drücken da noch mal drauf. Auch da passiert wieder nichts. Sehr schade. Jetzt entsperren wir das und wir bekommen natürlich jetzt den Anruf. Ist ein bisschen ungünstig. Ja, was kann man da noch einstellen? Das ist sehr oft leider der Fall. Diese ganzen Einstellungen zum Energiesparen sind meistens immer das Problem, warum etwas nicht gut funktioniert. Klingelgong, Wireless Gong. Ja, den müssen wir gleich auch nochmal ausprobieren. Aufnahmemanagement, Installation. Alarmbenachrichtigung empfangen. Bildeinstellung, Klangeinstellung, Sprachnachricht, Alarmmanagement vielleicht. Manipulationsalarm hat der auch. Aufnahmemanagement. Ja, sehr schade eigentlich. Aber was wir noch machen können ist, wir beenden jetzt einfach komplett hier alle Apps, die ich hier auf habe. Links nochmal hin, drücken drauf. Ja, sehr schade. Da passiert nichts und hier passiert nichts. Das ist natürlich echt eine Kiste. Finde ich jetzt nicht gerade spaßig. Warum passiert hier nichts? Sitzung ist abgelaufen. Ach so. Okay, ich wurde jetzt hier abgemeldet, weil ich mich da angemeldet habe. Jetzt melde ich mich hier wieder an. Und jetzt müsste ich ja hier wieder abgemeldet sein. Das erklärt es, warum es auf dem Android auf jeden Fall gar nicht passierte. Wir sind nämlich jetzt hier wieder abgelaufen. Okay, man kann sich tatsächlich nur auf ein Gerät anmelden. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Und dann sollte jetzt hier was kommen. Hier kommt auf jeden Fall was. Das ist sehr gut. Also lag das Problem daran, dass ich mich hier angemeldet habe und ja, dort halt nichts kam. Was haben wir hier? Voicemail können wir nicht machen. Voicemail ist nicht eingestellt. Hallo, hallo, hallo.
Kann man nicht sehen. Ist auf jeden Fall funktionsfähig. Ihr seht es. Das Gespräch kann man auch nur hier beenden, also nicht an der Klingel. Jetzt werden wir jetzt das Ganze nochmal analysieren, warum das nicht auf dem iPhone funktioniert. Gehen wir jetzt nochmal hier drauf. Dann melde ich mich hier nochmal an mit meinem Konto. Daten sind zum Glück hinterlegt. Jetzt bin ich auf dem Android-System wieder abgebildet. Was haben wir hier? Tipps. Okay, da können wir jetzt hier so eine Vorschau aktivieren oder auch nicht. Mitteilungen, es kommt ein Besucher. Und da sehen wir hier eine ganze Leiste an Benachrichtigungen. Ist aber nicht das, was ich möchte. Ich möchte jetzt hier, dass es klingelt. Vielleicht liegt es einfach mit daran. Und ich mache hier mal diesen Klingelton einfach auch mal an. Da oben ist aber immer noch dieses Nichtstören. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausbekomme. Weil eigentlich ist das immer so, dass ich nicht stören, kann man das ausmachen. Genau, normalerweise habe ich immer meine Klingeltöne aus. Aber es kann auch mit daran liegen, dass das nicht funktioniert. Jo, da haben wir den Fehler gefunden. Kriegen wir auf jeden Fall schon mal eine Benachrichtigung. Schauen wir mal nach. Wir haben jetzt hier Warnmeldung, Türklingel, Besucher ist da. Und dann gehen wir da drauf. Und jetzt. Funktioniert. Funktioniert. Das war dann wohl der Fehler, dass es auf Nichtstören war. An sich ganz cool. Jetzt schauen wir noch mal nach, was dieses Gerät kann. Dafür nehmen wir jetzt erstmal wieder mein Android-Gerät und machen eine Bildschirmaufnahme. Ja, jetzt haben wir hier meine Bildschirmaufnahme am Laufen. Jetzt gehen wir noch mal hier auf die Klingel. Der versucht mir jetzt natürlich erstmal alles zu erklären. Wir können jetzt hier einmal ein Foto machen. Eine Gegensprechfunktion, eine Aufnahme. Die Bewegungserkennung können wir ein- und ausschalten. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, ein Album zu gucken. Dann haben wir hier die Geschichte. Okay, ohne SD-Karte scheint das nicht zu funktionieren. Dann haben wir hier noch so eine Kalenderansicht, an welchem Tag passierte was für Benachrichtigung. Und die Möglichkeit, eine Cloud zu aktivieren. 7 Tage kostenlos testen. Okay, könnten wir jetzt testen. Brauche ich aber jetzt nicht wirklich. Und das war's. Jetzt können wir hier wieder zurückgehen. Kommen wir dann wieder auf die Übersicht. Wir sehen jetzt hier unsere Bitrate, wie schnell die Verbindung gerade ist, dass WLAN 100% hat und wie voll der Akku geladen ist. Das ist ein kleines Symbol. Ist jetzt nicht riesig, aber das geht wahrscheinlich auch anders. Wir können das Gerät teilen mit anderen Nutzern. Standortverwaltung, da können wir uns einen Standort nennen. Dann haben wir hier noch die Zeiteinstellung, da können wir auf 12 Stunden Zeitmanagement oder Zeitsystem gehen. Bildeinstellung, da können wir jetzt Nachtsicht automatisch und wir haben hier eine Anti-Flicker-Funktion. Wir können da auswählen zwischen 50 oder 60 Hertz. Für außen, ich weiß nicht, gut, wenn man da jetzt so einen Flutlichtstrahler vielleicht hat und so, kann man sich das dann anpassen. Ob das jetzt mit dem Flutlichtstrahler kompatibel ist oder so, keine Ahnung, muss man halt alles ausprobieren. Klingel-Gong-Einstellungen, den können wir dann hier hinzufügen, machen wir gleich. Wir können auch generell überhaupt die Funktion abschalten. Dann können wir Sprachnachrichten erlauben, um die Voicemail aufzuzeichnen. Okay. Hallo, ich bin nicht da, komm später nochmal wieder. Und dann später schreibe ich jetzt einfach, kann ich den Ding hier halt so einen Namen geben. Dann mache ich mal okay. Und jetzt war das ja so, wenn ich da geklingelt habe, hatte ich ja die Möglichkeit, so einen orangen Button hier zu drücken. Da stand, das ging nicht. Und jetzt kann ich hier eine Voicemail, dann nehme ich hier die später. Hallo, ich bin nicht da, komm später nochmal wieder. Coole Sache. Das ist eine gute Idee, das gefällt mir. Das hatte bis jetzt keine von den Systemen, die ich getestet habe, weil manchmal ist man gar nicht in der Lage, überhaupt mal eben kurz was zu sagen, weil man vielleicht in einem Meeting ist oder so oder am Telefonieren und dann kann man das mittels Vorauswahl dort einstellen. Finde ich ganz cool. Da waren wir jetzt hier Sprachnachricht und jetzt gehen wir mal zum Alarmmanagement rein.
Da haben wir nochmal die Bewegungserkennung, können wir ein- und ausschalten und wir haben die Möglichkeit, Manipulationsalarm auslösen zu lassen. Wie soll das funktionieren? Okay. Jetzt kriegt die hier irgendwie ein Signal, das wird dann blau. Einstellung fehlgeschlagen. Jetzt ist das erfolgreich eingestellt. Wir gehen nochmal drauf, um zu gucken. Alarmmanagement, es ist aktiv. Jo, dann machen wir das Ding mal hier aus. Es dürfte mich jetzt auch gar nicht sehen. Und jetzt fange ich da dran an, rumzuwackeln. Okay. Habe ich jetzt ausgeschaltet. Es geht einem auf jeden Fall tierisch auf den Sender und vielleicht erschreckt das ja den potenziellen Dieb dieser Klingel, das Ding halt nicht mitzunehmen. Also ein bisschen dran rütteln, dann merkt es das schon anscheinend. Auch eine coole Sache. Batterieverwaltung, dort können wir halt, ich starte mal meine Bildschirmaufnahme nochmal. Hier in der Batterieverwaltung, nennen Sie das, kann ich die elektrische Menge, das heißt wahrscheinlich den Ladezustand vom Akku mit der Restkapazität von 61% auslesen. Stromversorgungsmodus, batteriebetrieben. Schema des Ladevorgangs, dann seht ihr dann halt, wie ihr das Ding aufladen sollt. Genau, einfach eine Schnur dran, kann man eigentlich nichts falsch machen. USB-Netzteil dran. Und Aufnahmemanagement, funktioniert halt nicht ohne SD-Karte. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Cloud-Speicherungsdienst, da können wir nochmal eine Cloud auswählen. Und dann können wir mal schauen, ob ein Update da ist. Aktuelle Version, neueste Version, also gibt es auch kein Update. Was können wir hier jetzt noch machen? Eigentlich würde ich jetzt gerne mal mit euch noch die Nachtsicht ausprobieren. Dazu werde ich jetzt einfach mal das Ganze hier ein bisschen dunkel machen. Alexa, schließe Vorhang links. Alexa, schließe Vorhang rechts. Ja, jetzt haben wir es gleich hier dunkel. Und jetzt sollte der Gerät auf Nachtsicht stellen. Was ist los? Klick hat's gemacht. Wir sehen jetzt hier eine kleine rote Lampe. Also bei mir ist sie rot. Das ist wahrscheinlich dieser Infrarotsensor. Und ja, dafür ist er da. Und jetzt schauen wir mal, ob man mich wirklich so richtig nice sehen kann. Und zwar scheint es doch gut zu funktionieren. Ihr seht hier, der Bildschirm, der reflektiert das Infrarotlicht. Ist eine gute Sache. Wie viele Finger zeige ich? Kann man auch meine Fingernägel erkennen? Ein bisschen. Dreck ist diesmal nicht drunter. Und dann drehen wir noch eine kleine Runde. Und ihr seht ja selbst, es scheint auch gut zu funktionieren. Das Regal hinten können wir eigentlich auch noch ziemlich gut erkennen. Wenn ich das jetzt höher halte und ich das Licht nicht selbst aufnehme, seht ihr, dass dort das Regal ist mit meinem ganzen Plunder, mit den LSC-Geräten und Co. Und ja, es ist auf jeden Fall eine gute Nachtsicht. Ist auch schön weitwinklig. Wir haben den ganzen Raum drauf, sogar etwas mehr, dass wir sogar noch den Bildschirm erkennen können. Ist eigentlich wunderbar. Alexa, öffne Vorhang links. Alexa, im Moment ist sie ziemlich begriffsstutzig. Weil wir ja jetzt gerade den Sprachassistenten ausgerufen haben, muss ich leider gestehen, habe ich hier keine Möglichkeit gefunden, das Ganze mit dem Sprachassistenten zu steuern. Information dazu, ob da was kommt oder nicht, habe ich jetzt nicht. Wir öffnen jetzt nochmal hier das Gerät, schauen auch noch mal wirklich hier rein. Sprachnachricht, jo, scheint wohl nicht möglich zu sein, das mit Sprachassistent zu steuern, falls dann nämlich die Frage kommt. Sie kommt nämlich sehr oft. Hier können wir auf jeden Fall noch ein Vollbild machen. In dem Vollbild können wir hier auswählen: Foto, Video, kann man jetzt hier auslösen, dass er das aufnimmt. Man kann auch eine Sprachnachricht oder beziehungsweise mittels Smartphone durch die Kamera hier sprechen. Und andersrum, man könnte jetzt auch hier hören. Man könnte auch die Videoqualität auf HD stellen. Dann sieht sie natürlich noch viel schöner aus als jetzt die ganze Zeit in SD. Ist es auch so? Ist tatsächlich so. Also sieht nicht schlecht aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Ne, wenn ihr euch jetzt die Kamera anguckt, ist natürlich klar, durch das Gegenlicht blendet jede Kamera auch so ab. Ist völlig technisch in Ordnung. Kann man jetzt nichts dran rummeckern. Die Vollbildansicht kann ich wieder schließen, wenn ich, glaube hier oben auf den Pfeil drücke. Und dann ist das Ganze wieder weg. Jetzt möchte ich jetzt mit euch nochmal diese Klingel hier ausprobieren.
eigentlich war das immer ziemlich einfach. Ich beende jetzt erstmal diese Aufnahme hier und dann verbinden wir noch mal kurz diesen Gong mit der Videotürklingel und ja, gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt. Ja, als allererstes müssen wir natürlich hier den Deckel einmal öffnen. Dann sind hier drei Batterien mitgeliefert. Macht man natürlich nicht so auf, aber er macht es. Warum? Weil er keine Lust hat aufzustehen. Und er, wie immer, sehr faul ist, nimmt er einfach die Batterien, die dabei sind. Schauen wir mal. So, da machen wir hier den Deckel drauf. Und das sollte jetzt eigentlich so funktionieren. Wir gehen jetzt hier einfach auf das Zahnrad einmal und werden dann gleichzeitig die Klingel drücken. Also hier habt ihr so eine Musiknote, einen Lautsprecher und ein Zahnrad. Zahnrad drücken. Und hier. Ist schon ganz gut. Halt bloß die Backen. Drei oder vier Lautstärkestufen ist schon voll okay. Mega laut. Wir haben jetzt hier noch ganz früh. Ich glaube, ich habe meine Nachbarin unten jetzt wach gemacht. Naja, so ist das halt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch andere Melodien auszuwählen. Und das ist die Lautstärke. Ja, also fünf Töne. Wir sehen jetzt hier eine blaue Lampe. Wenn geklingelt wird, leuchtet sie blau. Dann geht das hier wieder ab auf den Tisch. Wenn wir sie verbinden, da drücken wir nochmal drauf, da leuchtet hier die linke LED in Rot, immer so ganz kurz am Blinken. Und dann müsst ihr dann auch währenddessen auch schon da drauf drücken, damit sich das verbindet. Unten haben wir einen USB-Anschluss. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, habe ich schon mal Bock drauf. Nehmen wir mal die Schnur und schmeißen mal hier die Batterien raus. Sollte eigentlich noch gespeichert werden. Wollen wir denn hier so ein uraltes Kabel? Nehmen wir einfach das, was dabei ist. Schauen wir uns mal an, wie das hier so verarbeitet ist. Vom Geruch, muss ich sagen, kommt mir da jetzt auch nicht irgendwie was Ekelhaftes entgegen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, jetzt hier einfach ein China-Ladegerät aus dem Action mit so einem Timer drin. Könnte man auswählen, aber ohne Auswahl ist er halt auch nicht aktiv. Wir klemmen das Ding jetzt hier dran. Na, will er nicht. Irgendwie. Doch. Ist ein bisschen fummelig gewesen. Das stimmt. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Das ist an. Ladegerät läuft. Na, Steckdose läuft. Ladegerät ist an. Schauen wir mal. Drauf gedrückt. Nicht richtig. Funktioniert auch. Also können wir das alle Dingen hier auch mit einem Micro-USB-Kabel betreiben. Sie sieht für mich aus wie die von Marmitek. Na, hör auf. Dieser Belmigong auf jeden Fall. 1 zu 1 finde ich jetzt auch die Form, auch der Deckel. Genau das gleiche Produkt. Und ich glaube, da war auch ein Micro-USB-Anschluss vorhanden. Auf jeden Fall eine nice Sache und ich glaube, das Set hier ist billiger, ich glaube 100 Euro oder so kostet das, oder 90, ist billiger als das von Marmitek. Ganz cool finde ich das halt hier mit dem Akku, das gefällt mir. Aufladen ist eigentlich auch total einfach, nochmal hier den Deckel öffnen an der Seite. Stecken wir mal kurz die Schnur rein, schauen wir mal an, was passiert, wenn wir, ups, halt die Backe. Jetzt laden wir das Ding auf und hier haben wir eine kleine LED. Sie ist rot am Leuchten und ich denke mal, wenn es voll ist, geht sie entweder aus oder da kommt eine andere Farbe. Gutes Produkt an sich. Funktioniert auf beiden Geräten gut, wenn man jetzt nicht den Nicht-Störe-Modus aktiv hat. Und eine Micro-SD-Karte können wir natürlich auch noch hier hinzufügen. Ja, jetzt hörte mein Smartphone ist laut. Und wir haben hier hinten haben wir noch einen Deckel. Beziehungsweise so ein Taster und ich glaube, das ist auch mit die Diebstahlwarnung. Wenn man jetzt den jetzt hier, das ist auf jeden Fall ein Knopf. Wenn ich das jetzt aus dem Gehäuse raushole, dann kommt da glaube ich die Auslösung, weil hier ist ja nichts vorhanden, wo das gehen soll. Ja, wenn wir das jetzt hier einfach mal so gegenhalten, das hat nichts mit einer Schraube zu tun oder sonst was. Das wird wahrscheinlich der Taster sein, der erkennt, ey, ich werde geklaut.
Probieren wir das mal aus. Machen wir das mal kurz hier an. Machen wir das hier. Und Alarmmanagement, Manipulationsalarm. Und dann werden wir das mal ganz vorsichtig hier rausnehmen. Tatsache, es liegt daran, jetzt ist das Ding wieder drin. Ja, das ist die Funktion, wie der Diebstahlschutz funktioniert. Tolles Teil, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt in diesem Video. Sehr schade, dass das hier nicht mit Sprachassistent wieder funktioniert. Ansonsten keine Probleme mit der Einrichtung. Sogar mit meinem P30 Pro hat das diesmal einwandfrei geklappt, es einzurichten. Sonst immer war das Problem ein QR-Code, der hier generiert wurde, wurde nicht durch die Kamera erkannt. Und diesmal war es nicht so. Auf jeden Fall top. Was mir halt jetzt nicht so gut gefällt, das ist, dass jetzt hier kein USB-Netzteil dabei ist. Eine kleine Speicherkarte hätte vielleicht auch nicht so geschadet. Die Betriebsanleitung ist halt ein bisschen fehlerhaft übersetzt, aber sie ist sehr gut. Also da wird ziemlich viel gezeigt. Das finde ich schön. Sie ist zweisprachig und ziemlich dick. Und dann gehen Sie auch auf die App ein, wie das Ganze funktioniert. Für Android und iOS funktioniert einwandfrei, wenn dann nicht Stereo-Modus nicht aktiv ist. Das war halt mein Fehler. Schrauben sind enthalten. Eine Reset-Nadel, die dort aufgeführt wird, existiert nicht. Sie wird auch gar nicht benötigt. Ja, da muss man halt noch ein bisschen in der App ein wenig nachbessern. Ist aber so Kleinscheißerei. An sich ist das ein tolles System. Für jemand, der jetzt sagt, ich will das an mein Gartentor ballern, weil da ständig Besuch kommt, ist das schon gut, weil man keine Kabel braucht, man braucht keinen Strom. Im Sommer nimmt man es dahin, lädt das da, also hängt es aufgeladen dorthin. Man kann auch entsprechend einstellen, wie das Ganze funktionieren soll mit den Energieeinstellungen und sonstiges. Gute Idee. Ich glaube, man kann auch so viele Klingeln damit verbinden wie bei Marmitec. So 4, 5 Klingeln, kein Problem. Eine draußen, eine drin, eine im Keller und eine in der Garage. Ist schon schön, gefällt mir. Auf jeden Fall ein Daumen nach oben von mir. Ja, kann man gebrauchen. Hat dir das Video gefallen? Lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn und Link dazu in der Videobeschreibung. Und über ein kostenloses Abo auf YouTube freue ich mich immer.